So, wir sind zurück bei Risen und werden jetzt zu Don Esteban zurückgehen und den seine fünfte Kristallscheibe abloxen oder wie man das nennt. So, schauen wir mal, das Gefiebe ist jetzt mal mindestens mal ein paar Minuten weg. Das hat wahrscheinlich was mit Fraps auch zu tun oder mit Fraps, manche sagen. Fraps. Dass es irgendwann mal irgendwie anfängt zu fieben. Aber keine Ahnung. Weil normalerweise unter Windows ist das nicht das Gefiebe, nur unter. Also ich habe ja bisher bloß Risen gespielt mit der Grafikkarte. Muss mal probieren, ob das mit anderen Spielen auch so ist. Ist Don Esteban. Oh, ist der Vogel wieder nicht da, ey. Kann ich mir erstmal wieder schlafen legen? Eigentlich noch einfach arschen. Stärke würde ich gerne mal trainieren. Kann ich hier irgend... Da bist du bei mir genau richtig. Wenn du willst, trainiere ich dich. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ja. Ich will stärker werden. Gut so. Ich will stärker werden. Weiter so. Ich will stärker werden. Gut. Ich tue jetzt alles in Stärke setzen. Ich will stärker werden. Gut so. Ich will stärker werden. Gut. Der Arsch wird immer teurer. Schiff passen. Ich weiß nicht, ob die anderen da auch teurer werden. Ich denke mal 58 Stärke reicht erstmal. So. Vorher hatte ich glaube 33. Das war nicht allzu stark, sag ich mal. Aber wollen ja auch ein bisschen zuschlagen. Da ich aber nicht wirklich vergleichen kann, wie stark ich zuschlage, muss ich mich einfach mal an der Stärke orientieren. Und da ist Nahkampf ja eh verbessert, denke ich mal, dass das richtig ist. Oh, ja. Ich habe die restlichen 4 Kristallscheiben. Na also, damit haben wir den Inquisitor Armida. Jetzt wird uns der feine Herr Mendoza aus der Hand fressen. Ha! Das hast du gut gemacht. Auf jemanden wie dich kann ich nicht mehr verzichten. Von heute an darfst du dich Kämpfer nennen und unsere Kämpferrüstung tragen. Alle Achtung, so schnell hat es noch keiner geschafft, mein Vertrauen zu gewinnen. Ich bin stolz auf dich und hoffe, du wirst mich nicht enttäuschen. Ich brauche eine bessere Rüstung. Gib mir die Rüstung eines Kämpfers. Gut, hier, nimm. Endlich eine bessere Rüstung. Sehr gut. Du hast sie dir verdient. Was geschieht als nächstes? Jetzt wirst du zum Inquisitor gehen und ihm meine Bedingungen stellen. Ich will meine Hafenstadt zurück. Jeder Tag, der ins Land geht, an dem sich dieser Strohmann Carlos als Kommandant der Hafenstadt feiern lässt, ist ein Tag zu viel. Ich will, dass dieser schmierige Kerl und alle seine Ordenskrieger aus meiner Hafenstadt verschwinden. Die Hafenstadt wird bald wieder dir gehören. Sehr gut, aber sei vorsichtig. Lass dich nicht von Mendoza einwickeln. Klar, der Dreckskerl ist gefährlich. Trau ihm nicht, sonst wird er dich übers Ohr hauen. Hier, nimm die letzte Kristallscheibe und mach keinen Mist damit. Ich verlass mich auf dich. Hörst du? Lass dich in die Neugier. Cool. Es ist auch immer. Es ist so. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. In den Ruinen sterben sie noch in die Fliegen. So, wir bauen einfach mal 10 Heiltränke. Wie viele? 10? 20? Oder noch mehr? Ich gehe den Lager lieber aus dem Weg. Gute Arbeit. Cool. Das können wir noch machen, ja. Wein fehlt noch. Irgendwann geht das hier alles den Bach runter. Naja. Er erzählt es jedem. Reicht ja aus.
Verdammt. Wo ist der eine Orange-Englisch hin? So, wir haben jetzt eine Kämpferrüstung. Die schützt uns noch ein bisschen besser vor Stichwaffen. Und auch vor Hieb- und Klingwaffen. Und ich glaube auch vor ein bisschen Magie. Dafür haben wir aber jetzt, na gut, ich habe noch ein bisschen Gold. Das geht. Eigentlich kann ich meine restlichen Punkte alle in entweder Armbrust, Schwertkampf oder Stärke setzen. Weisheit habe ich genug. Mana brauche ich nie. Lebensenergie brauche ich schon nie. Ha! Jetzt ist er auch noch Kämpfer. Wo soll das bloß noch enden? Du Arschloch. Siehst etwas geschwächt aus. Hier, nimm erstmal einen Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Das ist zu riskant. Dankeschön. Wie kann ich dir helfen, Kämpfer? Ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen. Gut, was willst du? Wir nehmen ein Bastardschwert. Ich brauche einen Rohling für ein Bastardschwert. Hier. Na, wie fühlt es sich an, Kämpfer zu sein? Willkommen bei uns. Du bist jetzt einer von uns, ja und? Du hast mir trotzdem nichts zu sagen, klar? Nur eine Memme. Das brauchen wir nicht machen. So, wir werden jetzt direkt zu Mendoza gehen. Irgendwo ist hier sein Vulkanfestung, genau. Und jetzt werden wir mal schauen, was sich hier dahinter verbirgt. Wird bestimmt wieder jede Menge. Wow. Wow, was geht hier ab? Was ist denn das hier hinten? Hier ist Ash. Ich hoffe, der Inquisitor weiß, was er tut. Warum gehst du mit? Was habe ich denn für eine Wahl? Aber ich versuche, mich möglichst weit hinten zu halten. Das solltest du auch tun, wenn du länger leben willst. Bist du bereit? Spar dir deine Luft, bis es losgeht. Mit ein paar Leuten will er herein. So oder nie was. Die Nummer ist ein bisschen zu groß für dich, Kleiner. Hierfür braucht man echte Männer. So wie dich? Genau, Männer wie mich. Und jetzt verzieh dich. Du wirst als Erster sterben. Du brauchst keine Angst zu haben. Der Inquisitor führt uns zum Sieg. Hoffentlich. Ich habe schon weitaus schlimmere Situationen erlebt. Was kann hinter dem Tor schon sein? Nur ein paar Monster mehr. Die töten wir schon seit Wochen. Wenn du meinst. Alles klar? Dies ist der Moment, auf den wir alle so lange gewartet haben. Zusammen werden wir diese Insel retten. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Ich wette, die sterben alle der Reihe nach, damit ich der Einzige, der noch überlebt. Eldrick wurde von Echsen gefangen. Echsen? Was für Echsen? Echsenmenschen mit Schwertern und Rüstungen. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Weißt du noch mehr über sie? Eldrick sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschten. Das ist es also. Sei es, wie es will. Jetzt herrschen wir über diese Welt. Und was immer diese Bastarde auch vorhaben, ich werde es vereiteln. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wir Banditen haben jetzt alle Scheiben. Was soll das heißen? Willst du mich verhöhnen? Don Esteban will neue Bedingungen aushandeln. Ich habe schon geahnt, dass sowas passiert. So leicht wird man hintergangen, wenn man sich mit Verbrechern einlässt. Also sprich schon. Was will der Don? Er fordert den Abzug aller Ordenskrieger aus der Hafenstadt. Also schön, Börschchen. Der Don soll seine Hafenstadt haben. Doch zuvor werden wir gemeinsam dieses Tor öffnen und das Geheimnis dieses Tempels offenbaren. Erst wenn ich gefunden habe, weswegen ich hier bin, werde ich weiter über weltliche Dinge.